Ja, hallo liebe Seher von KryptoTV, hallo armseliges Österreich, heute mal im schönen Steyr. Ihr wisst schon, jenem rebellischen kleinen oberösterreichischen Städtchen, in dem immer noch eine Handvoll Leute Widerstand leistet, wie einst im gallischen Dorf bei Asterix und Obelix. Hier findet heute, nämlich am 9. Jänner 2024, der zweite Gerichtstermin von Johann Peter Schutte gegen die Stadt Steyr, / gegen den Steyrer Bürgermeister stellvertretend statt. Der hatte ja vor geraumer Zeit einen Auftritt, einen Vortragabend von Dr. Daniele Ganser. Für alle, denen er es nicht sagen darf oder noch nicht sagt, der gute Mann ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Jedenfalls, dessen Vortrag wurde abgesagt, weil der Bürgermeister dieser oberösterreichischen Stadt in Eigenregie mehr oder weniger beschlossen hatte, was die Untertanen, die Steuerzahler, die Bürger in Steyr zu hören oder zu sehen haben und was nicht. Und da hat der Herr Schutte von der Menschheitsfamilie.at zu Recht geklagt, und da gab es bereits eine Anhörung, da ist heute der zweite Tag. Ob der Herr Schutte persönlich zugegen sein wird, ist noch nicht ganz klar, weil er gesundheitlich etwas angeschlagen und somit vielleicht verhindert ist. Der Roman ist heute einmal mehr am Zittern und an der Kamera, immer noch an der Handykamera, im Hintergrund spaziert unser als Fußgänger geübter wackerer Max. Der ist nämlich heute auch mal wieder dabei, um quasi den Ruf nach Freiheit, der ja schon über die Grenzen Salzburgs hinausgekommen ist, einmal mehr ins Land zu tragen. Für alle, die den Max nicht kennen, das ist jener Mitstreiter, der quasi zu Fuß fastend nach Wien gegangen ist und eine Speerspitze des Salzburger Widerstands darstellt und heute unseren Fahrer mimt. Ja, mir muss ich nicht vorstellen, selbstverliebt an der großen Klappe und wie immer mit der bösen 13, da ist es. Und wir dürfen jetzt hier, wie der Mann von dem Sicherheitsdienst mit dem großen Schlüsselbund am Gürtel aus Kulanz gesagt hat, einen Kaffee holen, dann müssen wir das Gericht wieder verlassen. Wir sind natürlich extra frühzeitig hier. Dann müssen wir hier eine Personenfeststellung durch den Mann machen lassen, wozu er rechtlich eigentlich gar nicht bewilligt ist. Aber das werden wir dann mit ihm einfach in einem internen Gespräch klären. Und dann dürfen wir eine Viertelstunde nach Verhandlungsbeginn in den Saal. Also man merkt schon, die Stimmung ist hier eindeutig pro Schwurbler. Das macht aber nichts, weil die Sonne scheint und der Roman und der Max und ich haben nach wenig Schlaf trotzdem eine schöne Überfahrt gehabt. Und stehen jetzt hier bei, weiß ich nicht, zapfige minus 8 Grad. Wir werden uns deswegen jetzt ein Heißgetränk holen aus dem Automaten, mit dem wir dann wieder in der Kälte stehen dürfen, weil der Kollege da drinnen so kulant ist. Damit wieder genug vom selbstverliebten Geschwafel. Kaffee holen oder so. Spinnschlüssel, wo ich alles böse abgegeben habe, habe ich schon. Und die wollen hier noch nicht mal einen Münzeinwurf als Pfand. Das ist das einzig Positive. Und wobei, Klargeld haben wir ja, es mangelt eh am Großen. Jetzt schauen wir mal, wo der Automat ist. Einer darf nämlich rein, ich werde mich der Sache mal annehmen. Und der Roman steigt dann wieder ein, wenn es wieder irgendwas Spannendes gibt. Beziehungsweise wir werden natürlich nach der Verhandlung berichten, was heute entschieden worden ist oder ob heute was entschieden worden ist. Vielleicht gibt es ja noch einen dritten Termin. Ich denke aber mal nicht. In diesem Sinne, genug geschwafelt. Ins Warme für ein paar Sekunden, Minuten. Wie lange es dauert, so einen Kaffee zu holen. So, nachdem wir jetzt einen unglaublich leckeren Automatenkaffee im ökologisch wertvollen Plastikbecher konsumiert haben, den letztendlich dann der Roman geholt hat, weil der überkantitelte Herr vom ÖWD quasi meine Geldtaschenkette, wo er Geldtaschen dranhängt, als Hochsicherheitsrisiko angenommen hat und ich keinen Bock hatte, da lang und breit mit dem zu streiten, hat der Roman Kaffee geholt. Wir wissen jetzt,
man darf kein Handy mit reinnehmen, man darf keine Geldtaschenkette mit reinnehmen. Wahrscheinlich werde ich auch meinen Gürtel draußen lassen müssen, weil auch den könnte ich ja als Schlagwaffe oder zum Strangulieren verwenden. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht aus Protest einfach nur in der Boxershort reinspaziere. Es ist aber, glaube ich, temperaturtechnisch nicht so lecker. Sei es wie sei, ich habe den Herrn dann gefragt, ob er die Ausweise kontrollieren will. Für alle, die das nicht wissen, weil sie nicht in der Sicherheitsbranche tätig sind, einzig und allein zur Feststellung der Identität berechtigt ist in Österreich, außer im Krisenfall mit Notgesetzen, wo das vielleicht noch einmal eine Militärstreife machen darf, die Exekutive, sprich die Polizei. Der gute Mann, der sich da drinnen als Law and Order Mitarbeiter vom ÖWD quasi in Szene setzt, übrigens einer Firma, für die ich viele Jahre im Sicherheitsdienst an der ZDK in Salzburg tätig war und damit Einblick genossen habe in die Irrungen und Wirrungen dieses Betriebs, der hat ein wahrhaftes Problem scheinbar mit seiner Dienstauffassung. Er hat mir nur erklärt, ja, ich kann die Herren dann drinnen fragen, die da den Ausweis in irgendeiner Form kontrollieren. Wir werden also schauen, wer sich da herausnimmt, berechtigt oder vielleicht nicht berechtigt, Identitätsfeststellungen vorzunehmen. Wenn das so weitergeht, sehe ich schon die Gefahr, dass ich den Prozess einfach draußen vor der Tür abwarte, weil ich in der Kötten stehen ja vom Berufswegen gewohnt bin und mir dann einfach berichten lasse von Leuten, die rein durften, was Sache ist. Wie gesagt, der Roman darf auch als Pressemitarbeiter sein Handy / seine Kamera nicht mitnehmen. Ja, also es ist offiziell hier sehr schikanös, aber wir kennen das ja schon von anderen Gerichten, wo wir in Salzburg öfter mal zugegen waren bei diversen Verhandlungen, sei es selbst als Beschuldigter, sei es als Zeuge oder einfach nur als Gerichtsgebitz. Inzwischen haben sie, der Roman wird es mit dem Gemurmel im Hintergrund festhalten, hier ein paar weitere Sympathisanten eingefunden. Die haben auch schon festgestellt, ja, das Land ist eigentlich relativ fertig und der eine oder andere trägt seine Uniform gemäß dem Motto, in Zivil war er nicht viel, in Uniform, da ist er jetzt wieder, durch den Alltag. Gut, schön. Ich hätte einfach gesagt, ich werde jetzt nochmal zum Spind gehen, solange ich den Schlüssel noch als metallischen Gegenstand haben darf, werde alles ablegen, was die Temperatur erlaubt, damit der gute Mann dann da drin kein Problem mit mir hat. Das heißt, ich werde auch meine Unterjacke weglassen, weil die hat einen Metallreißverschluss. Vielleicht gehe ich mit offenem Hosendiel rein, damit man die Knöpfe sieht. Also wir werden diese Sicherheitsbarriere jetzt hoffentlich positiv hinter uns lassen. Und ja, der Roman steigt dann wieder ein, wenn es was Tolles gibt. Und sich meine Laune am frühen Morgen gebessert hat. Ich bin heute um 4.45 Uhr aufgestanden. Werde ein Wecker-Beweisbild davon einblenden. Und da hat es noch keinen Sonnenschein gegeben und jetzt hätten wir einen, aber für mich ist es trotzdem gerade finster in dem Land, wenn sie irgendwelche schlecht ausgebildeten Leute da zu irgendwelchen, also nicht, Autoritäten aufschwingen. Aber so ist es halt, ne? Die Regentschaft des kleinen Wichtigtuers, das hat ja in Österreich irgendwann schon mal als Erfolgsmodell funktioniert. Kontaktlos grüßen, Nachbarn von Nadern, ihr wisst's, wir sind in einem sehr armseligen Land. Was soll's? Damit bin ich jetzt drinnen und werde einmal alles ablegen, damit der Mann nichts findet. Wie gesagt, vielleicht seht ihr mich später in der Unterhose, dann war ich wirklich auf Protest gebürstet. Bis dann. So, wir stehen jetzt hier mit der Rechtsvertreterin vom Herrn Schutter. Noch 2,5 Stunden. Stimmt nicht? 2 Stunden. Nein, stimmt auch nicht. Wir wollen ja keine Fake News verbreiten. Noch 2 Stunden und 15 Minuten ist die Verhandlung vorbei. Und ich würde gleich sagen, wir steigen da mal mit den Medias Res ein und lassen die Frau Juristin erklären, was heute letztendlich rausgekommen ist. Weil ich vermute mal, es gibt keine weitere Verhandlung oder gibt es noch eine? Ja, also heute war der
zweite Verhandlungstag, bei dem wir uns auch alle Zeugen angehört haben. Und das Bezirksgericht Steyr ist zu einer Entscheidung gekommen. Streitthema war, ob die Stornierung der Vermietung zu Recht war oder nicht. Der Herr Peter Schutte hat einen Veranstaltungssaal gemietet, in dem ein Vortrag von Daniele Ganser abgehalten werden sollte. Und das ist kurzfristig storniert worden. Natürlich sind immer einen Haufen Kosten entstanden. Soweit aufgrund ich weiß, dieser 5.000 Euro der Streitwert, genau, wir streiten um 5.000 Euro Schadenersatz. Und die Stadt Steyr hat sich darauf berufen, dass die Absage laut ihren AGBs zu Recht war, weil es dieser Vortrag befürchten ließe, dass es zu einer Spaltung der Gesellschaft bzw. zur Einschränkung der Sicherheit kommen würde. Und das Bezirksgericht Steyr hat diese Meinung heute nicht bestätigt. Also das Klagebegehren wurde stattgegeben, der Richter hat das Urteil mündlich verkündet und die Gegenseite hat sofort Berufung angemeldet. Das bedeutet, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es wird die zweite Instanz, das ist das Landesgericht Steyr, wird darüber entscheiden, ob es dabei bleibt, dass wir Recht haben oder nicht. Okay. Ich habe nur ein Interview vom Herrn Schutte bei RTV Privatfernsehen vor einiger Zeit gesehen, ja, in dem er auf den heutigen Termin verwiesen, genau, hat. Da hat er erklärt, ihm ist durch ein bisschen Glück zugespielt worden, dass der hiesige Bürgermeister, der Herr Vogel, ja, wenn ich da richtig informiert bin, da ein bisschen einen Meineid geleistet haben soll. Ist das heute bestätigt worden vor Gericht? Nein, das ist nicht bestätigt worden. Okay. Also der Herr Bürgermeister hat zu einer weiteren Veranstaltung, die abgesagt wurde, das war eine Veranstaltung von der Frau Magister Huckner-Mock, ja, die ist auch abgesagt worden kurzfristig, und da hat der Herr Bürgermeister gesagt, das war eine Veranstaltung, die die FPÖ angemeldet hat, mit Adventsingen als Titel, und uns liegt die Originalanmeldung von der Frau Huckner-Mock vor. Aber es hat sich heute herausgestellt, aufgrund der Zeugenaussagen, dass tatsächlich die erste Informationsaufnahme mit der Sekretärin des Vizebürgermeisters, der von der FPÖ ist, stattgefunden hat und daraufhin die Reservierung eingetragen wurde. Ich verstehe. Eine Frage habe ich noch. Also der Vortrag von Dr. Daniele Ganser. Ja. Ich habe das im Intro heute vorher, weil ich durfte ja leider nicht ins Gericht, schon erwähnt, ist ein Schweizer Historiker und Friedensforscher. Wie kam der Herr Vogel, also der hiesige Bürgermeister, auf die Idee, das könnte zu Spaltung, wie Sie gesagt haben, oder zu Sicherheitsrisiken führen? Die Schweiz ist ja ein neutrales Land. Der Herr Dr. Ganser hält mehrere Vorträge, ja, pro Jahr. Ist, wie gesagt, Historiker, also quasi meines Erachtens noch jemand, der sich mit Geschichte auskennt, ja, und somit sicher keinen Holocaust-leugnerischen oder sonstigen Kontext hat und der eben als Friedensforscher aktiv ist. Also wie, ja, kam der hiesige Bürgermeister Ihrer Meinung nach auf die Idee, da derartig zu intervenieren, um den Bürgern der Stadt Steyr bzw. Leuten, die, ja, zu diesem Vortrag von außerhalb gekommen wären, mehr oder weniger in Alleinregie mehr oder weniger vorzuschreiben, was sie zu hören oder eben nicht zu hören hätten? Ja, also was in dem Verfahren herausgekommen ist, war, dass grundsätzlich Probleme in der Stadt gegeben hat im Zusammenhang mit den Corona-Spaziergängen, dass die Bürger sehr aufgebracht waren, dass es da zu Demonstrationen und Spaziergängen gekommen ist regelmäßig. Tatsächlich zu irgendwelchen Vorfällen, die strafrechtlich relevant sind, ist es aber nie gekommen. Es haben sie halt einfach nur Bürger beschwert, dass da Leute spazieren gingen. Und sie wollten ihrer politischen Rolle gerecht werden und es den Bürgern recht machen und haben sie gedacht, wenn wir den Vortrag zulassen, dann führt das noch mehr zu Beschwerden in der Bevölkerung. Und es gibt einige Artikel zum Herrn Daniele Ganser, die, aus denen sich entnehmen lässt, dass seine Meinung, wie soll ich das richtig formulieren, dass man die auch nicht teilen kann. Ja? Aber grundsätzlich teile ich diese Meinung nicht. Aber es gibt, genauso wie zum Thema Corona, gibt es auch zum Thema Daniele Ganser verschiedene Meinungen. Und die Stadt hat sich halt auf die Seite gestellt, dass der Herr Daniele Ganser zu kontrovers ist und die Meinung oder die Vorträge, die er zum Ukraine-Krieg hat, der Stadt nicht gefällt.
Ja, aber Österreich ist ja eine demokratische Republik und somit sollte eine Meinungsvielfalt, wie Sie schon gesagt haben, es sind viele Meinungen möglich und man wird nicht immer alle Menschen auf dieselbe Meinung bringen können. Und das ist meines Erachtens noch auch gut so. Wie kann man da hergehen? Meines Wissens nach hat Dr. Daniele Ganser ja an keinem der Spaziergänge selber teilgenommen, sondern hätte nur einen Vortrag gehalten. Ja. Wie kann man da sozusagen Äpfel und Birnen zusammenwerfen und das als Bürgermeister einer Stadt wie Steyr in Eigenregie entscheiden? Soweit ich Bescheid weiß, war ja der Saal vorher bereits genehmigt und ist dann kurzfristig gestrichen worden. Das heißt, eigentlich hat ja der Bürgermeister oder die Gemeinde Steyr da ihre Hausaufgaben nicht gemacht, wenn sie vorab sich nicht informiert hat, als sie den Saal vergeben hat, dass man sagt, okay, da sagen wir gleich gar nicht zu, weil die Person wollen wir nicht haben, sondern es ist ja dem Herrn Schutter der Saal gegeben worden und dann hat man sehr kurzfristig umentschieden, wie Sie sagen, weil die Spaziergänge gestört haben. Wenn man diese besagten Spaziergänge fallen ja in Österreich unter den von der Verfassung oder vom Verfassungsbogen geschützten Bereich der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit. Also es ist ja hier quasi in keinerlei Form, in irgendeiner Form ein strafrechtlicher Tatbestand erfüllt worden. Ja, grundsätzlich ist es richtig, es ist ein privatrechtlicher Vertrag mit dem Herrn Schutte zustande gekommen und dieser ist halt dann storniert worden und es ist rein rechtlich betrachtet, muss man hier nur entscheiden, ist der Vertrag begründet, abgesagt worden, ja oder nein und das entscheiden wir in dem Fall über die AGBs, ob diese Klausel in den AGBs greift oder nicht. Und unsere Argumentation ist es natürlich auch, dass eine Meinungsbildung möglich sein muss und dass nicht die Stadt oder irgendein Bürgermeister zu bestimmen hat, zu welchen Themen Vorträge gehalten werden dürfen oder nicht. Die Gegenseite beruft sich darauf, dass das mit Meinungsfreiheit und Meinungsbildung überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass man den Vertrag also einfach wegen der Sicherheit der Bevölkerung widerrufen hat und storniert hat. Aber in der heutigen Verhandlung ist ja vom Gericht stattgegeben worden. Genau. Wie schätzen Sie als Juristin die Chance ein, dass die Berufung der Gegenseite Erfolg hat? Aus meiner Sicht ist es, glaube ich, nicht, dass es Erfolg haben wird, weil wir, die Stadt Steyr war nicht die einzige Stadt, die was eine Veranstaltung abgesagt hat, aber es ist die einzige Stadt, die sich auf ein Gerichtsverfahren einlässt. Alle anderen haben eingesehen, dass das nicht zu Recht storniert worden ist. Die haben alle den Schadenersatz bezahlt oder haben eine Ersatzveranstaltung angeboten. Und ich bin der Meinung, dass der Richter das Verfahren sehr gut geführt hat. Er hat alle Beweise aufgenommen und das Material, was in der Verhandlung vorgekommen ist, ist aus meiner Sicht rechtlich nicht ausreichend, um die Stornierung gut zu heißen. Man muss ja auch sagen, es ist ja dann ein Ersatztermin und ein Ersatzveranstaltungsort konkret gefunden worden. Genau. Und der Dr. Daniele Ganser tritt, also ich mache da jetzt kurz ein bisschen Werbung für Salzburg, wir kommen aus Salzburg, am 26. Jänner in der Stadt Salzburg auf und das dürfte auch kein Sicherheitsrisiko darstellen. Ja. Also scheinbar war dieses Sicherheitsrisiko nur ganz explizit hier in Steyr und beim Herrn Vogel. Und ich hege die Hoffnung, dass sich solche Alleinentscheidungen in Zukunft vermeiden lassen. Ja. Nachdem es sehr kalt ist und Sie weiter zum nächsten Termin müssen, danke ich fürs Interview und für die gute Arbeit im Namen von Herrn Schutte, weil der ist ja heute gesundheitlich verhindert. Genau. Und wünsche noch einen erfolgreichen bzw. schönen Tag. Danke. Wiederschauen. 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 Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Sehr gute Verhandlungen haben Sie geführt. Ich war sehr begeistert. So, ein kurzes Schlusswort noch von mir, bevor es wieder ins warme Auto oder ins wahrscheinlich warme Auto geht. Wie gesagt, das hiesige Gericht hat gute Arbeit geleistet. Der Richter war unvoreingenommen, hat die richtigen Fragen gestellt, hat sich Zeit genommen. Wie gesagt, der heutige Termin hat über 2 Stunden gedauert. Ich konnte dem leider selber nicht beiwohnen, weil ich meine Datenbekanntgabe am Eingang, der übrigens nur für die Kiebitze und Interessierten dieser heutigen Verhandlung gegolten hat. Alle anderen Gerichtsbesucher kamen letztendlich ohne ihre Personalausweise, Reisepässe oder sonstige Dokumente vorzeigen zu müssen hinein. Die durften auch ihre Handys mitnehmen, wie der Max und ich verwundert festgestellt haben. Lediglich bei diesem Prozess schien anscheinend ein Hochsicherheitsprozess stattgefunden zu haben. Ich habe den Saal, nachdem ich Gürtel, Geldtasche und alles abgegeben hatte, dann letztendlich nicht betreten dürfen. Ich bin durch die Sicherheitsschleuse gekommen, kam dann an den Tisch, wo ein
paar Herren, die Ausweise kontrolliert haben, und ich habe freundlich gesagt, sie wollen meinen Ausweis sehen, dürfte ich wissen, wer sie sind. Man hat sich dann mit akademischem Titel und Familienname bei mir vorgestellt, indem man sogar aufgestanden ist. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte eigentlich ihren Namen gar nicht haben, geht mir ja nichts an. Wir leben ja in Zeiten, in denen der Datenschutz vermeintlich sehr hochgehalten wird. Ihr wisst, überall AGBs akzeptieren und zustimmen und Datenschutzverträge unterschreiben. Es hat sich dann jedenfalls herausgestellt, dass der besagte Herr, der da meinen Ausweis sehen wollte und die Daten auch auf einem Klemmbrett niederschreiben wollte, lediglich ein Mitarbeiter des Gerichts ist. Das heißt, er ist eigentlich rechtlich gesehen eine Privatperson, kein Polizist und somit nicht befugt, eine Identitätsfeststellung vorzunehmen. Ich habe es damit dann aus dementsprechenden rechtlichen Gründen verweigert, mich auszuweisen, was dazu führte, dass ich dann eben gemäß dem Hausrecht, wobei das in diesem Falle meiner Meinung nach streitig ist, weil bei einem Gerichtsgebäude, bei einer öffentlichen Verhandlung, handelt es sich ja um ein öffentliches Gebäude, das auch mit unter anderem meinem Steuergeld finanziert oder bezahlt ist, handelt, vielleicht ein bisschen eine Grauzone ist. Wäre es so wie in meiner Arbeit, dass es sich um ein Lokal handelt, ist das klar. Bei einem öffentlichen Gebäude, bei einer öffentlichen Verhandlung bin ich mir nicht sicher. Sei es wie es sei, ich habe das Hausrecht akzeptiert, durfte dann jedenfalls nicht in die Verhandlung. Ein bisschen enttäuscht war ich von den anderen Mitstreitern, die sich alle bereitwillig ausgewiesen haben. Ja, wir haben den Klimawandel, es ist dementsprechend warm und wahrscheinlich war der Saal angenehmer. Viele waren natürlich auch neugierig. Wie gesagt, auch der Roman war drinnen, allerdings ob der journalistischen Arbeit. Der Max hat solidarisch mit mir draußen gewartet und ich denke halt, man hätte da eigentlich spontan ein bisschen mehr tun müssen, weil wenn wir heutzutage so weit kommen, dass man sich vor jedem, und ich meine das jetzt nicht abwertend dem Herrn gegenüber, aber vor jedem dahergelaufenen ausweisen muss, dann geht das in meinem Rechtsverständnis zu weit. Sei es wie es sei, wie gesagt, der Gerichtstermin ist vorbei. Wir werden uns jetzt wieder Richtung Salzburg wenden und nach Hause fahren. Bekanntlich ist hier auch, und der Roman hat das in vergangenen Videos festgehalten, die Firma ÖWD, die ihre Mitarbeiter in Salzburg bei Gericht abstellt, in ihrer Auswahl vermeintlich kompetenter Mitarbeiter da nicht besser. Das scheint ein ÖWD-Problem zu sein. Die Herrschaften halten sich generell sehr gern für irgendeinen Sheriff mit Sonderbefugnissen, die sie, wie gesagt, teilweise gar nicht haben, und ich maße mir dieses Urteil, wie ich finde, zurecht. Und ich arbeite selber seit über 30 Jahren insgesamt im Sicherheitsdienst und ich weiß, was man als Sicherheitsdienstmitarbeiter darf und was nicht, aber da drinnen steht auch ein großer Zettel, in dem draufsteht, dass die Schließfächer zu verwenden sind. Das heißt, auch wenn man nichts Bedenkliches mit hat, was man vielleicht draußen lassen müsste, hätte man theoretisch laut diesem Zettel trotzdem so ein Schließfach zu verwenden. Da muss man dann halt, weiß ich nicht, ein Bockel Tempotaschentücher reinlegen oder so, damit der Sicherheitsdienstmann nicht weinen muss. Egal, wir brechen jetzt auf, zurück Richtung Salzburg und hoffen, dass wir in naher Zukunft nicht mehr so vielen Gerichtsverhandlungen beiwohnen müssen und wir eventuell in den alten Normalitätsmodus des Rechtsstaats Österreich zurückkehren werden. Aktuell glaube ich das noch nicht, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und nachdem das neue Jahr noch jung ist, hoffen wir mal, dass es in die richtige Richtung geht. Damit sind wir jetzt raus und bedanken uns einmal mehr fürs Schauen und jetzt ins Warme. Ich glaube, die werden jetzt nervös, wenn ich aussteige und auf die Tankstelle gehe und Snickers kaufe, oder? Ja. Ich meine, falls es wieder länger dauert. Ne? Thank you.
Schuldenbotschaft. Ja, da hast du nicht filmen dürfen, jetzt mal das sagen wahrscheinlich. Nein, weil das ist in den Feuerungsplatz gefolgt. Wir folgen doch schon nur näher auf, weil das ja quasi. So, ja, das kann wirklich noch ein bisschen länger dauern, gell? Bis jetzt habe ich ja jede Frau fotografiert, die gesagt hat, sie kommt. Hallo. Aus zwei Gründen sogar. Ja, der eine Grund ist der bürgerliche Recht für den Fall, dass Komplikationen von Ihrer Seite auf mir gibt, ungerechtfertigte, kann ich das bei Gericht benutzen. Man kann immer vorbereitet. Am besten habe ich gelernt, in den letzten 3 Jahren bei Polizisten immer gut vorbereitet zu sein. Weil es hat schon ein paar gegeben, die haben alte Mütter geschlagen und so Sachen. Der zweite Grund, der ist noch viel interessanter, weil ich akkreditierter Journalist bin. Und etwaige Missstände da auch aufkommen, kann man es dann sogar noch im Netz hochladen. Aha, ich hoffe aber, dass ich das Video nirgends in den Medien, in den sozialen Medien finden werde. Wenn es keine Komplikationen von euch gibt, dann nicht. Welche Komplikationen? Anscheinend, wahrscheinlich keine, nein, aber ich bin nur gut vorbereitet, habe ich ja schon gesagt. Es ist eine normale Verkehrskontrolle und ich will dieses Video nicht in den sozialen Medien finden. Aber nur, weil sie so anständig sind. Ja. Sekunden ihrer Bitte. Zeit haben. Das ist ja eine ziemliche Schwerpunktkontrolle, wie scheint. Habt ihr einen speziellen Anlass? Nein, gar nicht. Okay. Einfach, Achtung, Sie rollen. Normale Verkehrskontrolle. Alles klar. Gell? Und schönen Dienst. Ja. So, inzwischen sind wir wohlbehalten aus dem Auto draußen, wieder in der Mozartstadt Salzburg. Ja, was soll ich sagen, der Roman hat am Heimweg noch festgehalten in seiner Bösartigkeit, dass wir Teil eines einer Schwerpunktkontrolle eines Planquadrats wurden. Kurz nach Eugendorf sind beim Radarkasten neben der Autobahn 4 Zivilfahrzeuge bereitgestanden, ganz unauffällig mit Fahrern mit Warnweste drin. Eins davon hat dann, wie es das Schicksal auch wollte, natürlich den Max und uns rausgezogen. Wir sind brav gefolgt, wie man das mit Leuchtschrift von uns im besagten Zivilfahrzeug verlangt hat, und sind dann zur Tankstelle bei Salzburg Nord gelotst worden und dort eben einer Kontrolle, einer Schwerpunktkontrolle unterzogen worden. Der Roman hat seinem entsprechenden journalistischen Trieb heraus das Ganze festgehalten, ist dann daraufhin auch angesprochen worden und ich habe mir dann erlaubt zu fragen, ob es einen speziellen Grund für die Anhaltung bzw. für diese Schwerpunktkontrolle gäbe. Und die Beamtin hat dann angegeben, nein, es sei eine normale Verkehrskontrolle. Nun, nachdem der Max anders als die anderen kontrollierten LKWs und vielleicht auch Reisende ein Salzburger Kennzeichen hat, muss ich der Dame mit meinem laienhaften Rechtsverständnis widersprechen. Meines Erachtens noch ist eine Fahrzeugkontrolle im Stadtgebiet und Salzburg Nord, glaube ich, gehört noch zum Stadtgebiet von Salzburg, so dass man den Fahrer, sprich den Lenker des Fahrzeugs, in diesem Fall im Personal und auch als Fahrzeughalter, sprich den Max, nach Führerschein und Zulassung befragen kann. Man hätte auch noch das Pickerl anschauen können, was die Dame gemacht hat. Man kann sich die Reifen anschauen, man kann auch noch Verbandspackel und Warnträger anschauen. Die Ausweiskontrolle, sprich die Identitätsfeststellung der Beifahrer, ist in diesem Falle eigentlich nicht mehr Teil einer normalen Verkehrskontrolle, sondern geht darüber schon hinaus. Aber wie gesagt, wir wollen da nicht kleinlich sein. Anders als bei dem privaten Herrn in Steyr habe ich der Dame in diesem Falle zwecks der guten Zusammenarbeit und Kooperation in diesem tollen Land meinen Pass gezeigt.
Der ist natürlich auch kontrolliert und durchleuchtet worden und wieder ausgehändigt worden. Scheinbar sind wir doch noch unter dem Radar der Auffälligkeiten. Auch der Roman hat seine Dokumente wieder bekommen. Das Schöne ist, die Dame hat dann final noch bemerkt, sie möchte dieses Video, das der Roman da gemacht hat, nicht im Netz sehen. Ja, was soll man der Dame jetzt sagen? Ich möchte auch ganz viel nicht sehen. Ich wollte auch in der Vergangenheit ganz viel nicht sehen. Auch vieles, was von der Seite der Exekutive passiert ist, wollte ich nicht sehen. Passiert ist trotzdem, also denke ich mal, dass wir dieses Video unverschämt, unverbesserlich, rebellisch und der journalistischen Arbeit verpflichtet, wie der Roman nun mal ist, eventuell jetzt doch ins Netz gestellt haben. Mea culpa, mea maxima culpa in meinem Namen und natürlich auch in Romans Namen, der einmal mehr an der Kamera und am Zittern ist. Und deswegen sind wir für heute jetzt mit unserem Beitrag Gerichtsurteil Steyr, Verkehrskontrolle Salzburg und die Widrigkeiten mit uniformtragenden Menschen am Ende. Und ich sage danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaut demnächst wieder bei CryptoTV rein. Da gibt es sicher wieder weitere Action. In diesem Sinne, danke und Baba.